Wie jetzt am Abend bekannt geworden ist, wurde heute Mittag in der Donaustadt ein 74-jähriger Mann tot in seinem Haus aufgefunden. Die Verletzungen im Kopf- und Brustbereich weisen laut Polizei auf Gewalteinwirkung hin. Die Spurensicherung ist im Gange. In der Nacht auf Samstag haben drei noch unbekannte Männer im Stadtpark ein 17-jähriges Mädchen sexuell missbraucht und vergewaltigt. Als Freundinnen nach der Jugendlichen Ausschau hielten, flüchteten die drei Unbekannten. Die junge Frau verständigte daraufhin die Polizei. Im Vorjahr kamen in Wien 18 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Das ist ein Anstieg im Vergleich zu den letzten drei Jahren. Zuletzt wurden 2021 16 Menschen im Straßenverkehr getötet. Jeder zweite Verkehrstote des Vorjahres war laut Verkehrsclub Österreich eine Fußgängerin bzw. ein Fußgänger. Die neueste U-Bahn-Generation der Wiener Linien, der X-Wagen, sollte eigentlich bis Ende 2022 für die Fahrgäste der U3 benutzbar sein. Da das behördliche Zulassungsverfahren allerdings noch läuft, verzögert sich der Einsatz. Bisher wurden insgesamt 7 X-Wagen-Züge von Siemens an die Wiener Linien geliefert. Sie warten nun im Bahnhof Erdberg auf die Zulassung. Die gesamte Lieferung bis 2030 umfasst insgesamt 34 Züge.